Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu den 111. EV News Frühstück hier auf meinem Kanal. Zu, ich kann nicht sagen, immer rechtzeitigen äh, Zeiten. Heute sollte es aber eigentlich ganz gut gepasst haben. Ich gucke mal hier drüben, es müsste jetzt irgendwas 31, 32 gerade umgesprungen, das mit dem Vorstand, das passt. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten. Und für alle, die, die neu sind oder immer wieder weglaufen, weil äh, gerade gestern Nacht einiges an Abonnenten weggelaufen ist, ähm, das ist eine Live-Sendung, wo wir über die EV-News der letzten Woche... Sprechen, teilweise ein bisschen tiefer in die Themen reingehen. Darum ist die Sendung auch immer so gut eine Stunde. Das Ganze gibt es auch als Podcast. Den Link dazu gibt es dann unten in der Videobeschreibung. Der startet immer so um ähm, 18 Uhr am Sonntag. Also heute Abend ab 18 Uhr sollte er dann in Audioform auf eigentlich allen Plattformen verfügbar sein. Ähm, und ihr seht schon, dass der Chat sehr aktiv hier ist. Und das ist auch einer der ähm, Grundpfeiler dieser Sendung, nämlich. Ähm, eure Kommentare oder euer Know-how, weil ihr werdet wahrscheinlich die erste EV-News-Sendung ähm, EV -News dieser Woche sehen und wisst gegebenenfalls etwas mehr als ähm, ich oder ich bin noch auf veralteten News. So, ich begrüße auch gerne immer die Leute im Chat, den Axel Müller, Karl Seiber. Das ist übrigens derjenige, der den Podcast dann je nachdem mit viel oder noch mehr Arbeit zusammenschneiden muss, wenn es hier irgendwelche Geräusche gegeben hat und äh, nein mein mikrofonarm ist noch nicht da. Ich habe gestern die mitteilung bekommen dass er jetzt auf den 2 September diesen Jahres verschoben wurde. Ähm, ich bin aber schon am gucken, ob es den irgendwo gibt. Genau wenn irgendjemand von euch da draußen einen Elektronikladen hat, der ein Yeti oder also ein blue Yeti cast, noch verfügbar. Das ist ein Arm mit einem Schockabsorber für das Mikrofon und einem Mikrofon dazu. Der darf sich gerne bei mir melden oder noch besser. Ähm, das wäre genial, wenn er ähm, sagen, ich glaube 249 Euro kostet das Ding, äh, wenn er den gleich zuschlägt und kauft und äh, dann an meine Adresse schickt. Geld gibt es natürlich zurück, das könnte wahrscheinlich den Prozess etwas beschleunigen. Selbst ein Mediamarkt und äh, Saturn und äh, alle Großen sind gerade nicht in der Lage, das Ding zu liefern. So, weiter geht's mit Selvin Calaver, der mich gerade darauf aufmerksam gemacht hat, dass das die 111. Sendung ist oder 111. Und hatte irgendwie mit Schnaps gedroht, dass ich äh, guten Schnaps trinken muss. Das machen wir vielleicht heute Abend in einer anderen Sendung, wo ich wieder eingeladen bin, wo es dann nochmal um die einen Wochenrückblick gehen wird. Dazu später mehr. Oder ich dachte, er meinte den endlich mal wieder Werder Sieg gestern, da ich ja bekennender Werder-Fan bin und hoffe, dass wir das noch irgendwie hinkriegen, in der ersten Bundesliga zu bleiben. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann spielen sie bei mir vor der Haustür den nächsten Jahr gegen äh, Jan Regensburg. Der e Immunitätsberater aus Berlin ist da. Max Baronimus ist mit am Start. Ähm, herzlich willkommen, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen oder in letzter Zeit häufiger mal wieder. Raimund Stapelfeld, Sasa Bing, Andy P., wer Marx, äh, Jürgen Kursup, Yogi, Wolfgang W., Andreas, Otto Leierer, Peter Auseln, Thomas Havlik, FS, Höllenfrank. Alfred A., Thorsten Fritz, Heiner Petra, Max Payne, Olaf Boos, ähm, Thomas Sadler, jetzt muss ich hier ein bisschen schreien, S. L. Hansi, ihr wisst, was ich von diesem Bild halte, mega. Andreas Basler, Stefanie Basler ist da natürlich auch gegrüßt. Ich jedes mal wieder smart andy da seht ihr auch schon die wunderschönen kaffeetassen bei der stephanie bas an dem smart andy das sind die von den mitgliedern hier bei youtube dazu später auch etwas mehr helmut ist mit am start sehr schön hallo helmut ich hoffe alles gut bei dir soweit ähm, mein Papa ist auch mit am Start. Dann, jetzt wird's gemein: M20B25-User, Werner Schmidt, Christian Dietrich, Testbild, Leica 666, Mario Cuparetti, endlich mal wieder live dabei. Cool. Ähm, der E-Mobilitätsberater, das ist der Manfred, den kennt ihr auch aus einigen Videos vom Tesla-Markus und ich glaube auch bei Schräg ist er das ein oder andere Mal aufgetreten. Und dann ist noch Gerhard Ratermann dabei und Joe Van Dura spendet gleich schon einen Kaffee. Vielen, vielen Dank dafür. So, los geht's mit äh, traurigen oder positiven Nachrichten, wie ihr es auch sehen wollt. Denn Ende nächster, Wo äh, Ende nächster Woche, auch äh, interessant, Ende nächsten Monats wird nun auch Final der I8 bei BMW aus der Produktion laufen und eingestellt werden. Es ist sowieso nur noch der Spider, der äh, dort gebaut wird. Und ähm, das reine Coupé-Modell ist, glaube ich, schon vor zwei oder drei Jahren ähm, in die Rente geschickt worden. In meinen Augen war es ein schöner ähm, Technologie-Case, den sie gezeigt haben, was man mit Elektromotoren und einem. Ähm, ja, zusätzlichen Verbrenner, der die Leistung von dem Fahrzeug einerseits das Batterielevel hochhalten kann, aber auch rein als Verbrenner fahren kann. Ähm, als er vor acht Jahren auf den Markt gekommen ist, eigentlich ein interessantes Konzept, ist aber nie so richtig gestartet, weil es halt auch ein Auto für einen großen Geldbeutel immer war und ähm, hat natürlich auch ein bisschen. Ähm, ja, zu Leid und Sorge der Fans von, der, von dem E-Brand bei BMW geführt, weil selbst die BMW-Verkäufer ihn immer als vollelektrisches Fahrzeug angepriesen haben, weil sie diesen Unterschied nicht erkannt haben. Man wünscht sich ja ein ähnliches Fahrzeug ähm, als vollelektrisches Fahrzeug, als Konkurrenzprodukt zum Next Generation Model, äh, äh, Roadster von Tesla, nicht Model, äh, Tesla Roadster. Da haben wir allerdings also eine Vorstellung gesehen von diesem schönen äh, Fahrzeug oder dieser, dieser, dieses Konzeptfahrzeug. Seht ihr auch in einem der ähm, Thumbnails einer meiner, meiner News-Sendungen. Wir haben in der Zwischenzeit aber schon gelernt, dass aufgrund von der aktuellen Situation, und ich meine, das war sogar schon vorher, das Funding dafür eingestellt oder limitiert wurde und das Fahrzeug wohl nicht kommen wird. So, schade, schade. Weiter geht es mit einer News, die ich letzte Woche angekündigt habe, aber nicht drüber gesprochen habe. Ihr habt da sicherlich aber schon von gehört. Ich habe euch da schon darauf aufmerksam gemacht, dass selbst 2012, 2013 solch eine Technologie bei Tesla eingesetzt wurde und dort Batterien gewechselt wurden. Es gibt allerdings oder gab von Tesla nur zwei. Standorte, wo es so eine Battery Swap Station gab. Dann gab es 2018 das Announcement von NIO, dass sie nicht nur in China, sondern auch an den, in den anderen Märkten oder beziehungsweise gerade in den USA solche Battery Swap Stations anbieten wollten oder wollen, weil sie äh, damit so ein bisschen ähm, dem Ausbau eines äh, Supercharger-ähnlichen Netzes entgegenkommen äh, würden. Und ähm, so in der Community ist dieser Battery Swap immer sehr kritisch angesehen worden. Ein Punkt war immer, dass die Batterie, das eigentlich das wertvollste oder das teuerste Stück des Fahrzeuges ist und man ja nicht weiß, wie derjenige, der vorher oder nach einem mit der Batterie gefahren ist, ähm, damit umgegangen ist. Das heißt, man hat so ein bisschen ähm, ja die eigene Handhabe, gut mit der Batterie umzugehen, gibt man dabei ab. Ein anderer Punkt war, dass man gesagt hat, ja, wie, viel, wie soll das funktionieren? Da müssen die ja Hunderte, Tausende von unterschiedlichen Batteriemodulen da haben, damit diese ganzen Kapazitäten immer eingehalten werden. Und ich habe schon damals gesagt, ich halte dieses Konzept eigentlich für genial, weil ich nämlich Fahrzeuge mit wesentlich kleineren Batterien ausstatten könnte schon von sich aus. Und dann, wenn ich weiß, dass ich eine längere Strecke fahre, dann würde ich einen größeren Akku dann in das Fahrzeug bauen. Erstens wäre das ressourcenschonender und wesentlich effizienter damit umzugehen. Und zum anderen ist auch das genau, ähm, was Nio hier als Zusatzdienst bei seinen Battery Swap Stations in China angeboten hat. Und da übrigens schon 500.000 Swaps gemacht hat. Und zwar kostet da pro Tag, also ein Upgrade der Batterie auf eine super Long Range-Batterie. Äh, Umgerechnet 10 Dollar pro Tag. Das heißt, wenn ihr 14 Tage in Urlaub fahrt, dann gebt ihr halt einmal für diese Zeit 140 Dollar aus und danach würdet ihr wieder eine Batterie eingesetzt bekommen, die zum Beispiel in eurem Kaufpreis mit drin war, also diese Kapazitätsgröße. Oder ähm, etwas, was ihr variabel wählen könntet. Also das wäre zum Beispiel ein interessantes Geschäftsmodell, auch für alle da draußen, die so ein bisschen Angst haben, dass die Zulieferer und Automobilhersteller auf der Strecke bleiben. Denn damit könnte man mich einerseits die Preise der EVs noch günstiger machen und ins Verhältnis der Verbrenner bringen, auch ohne Subventionen. Und zum anderen viel, viel mehr Fahrzeuge produzieren, weil ähm, ich dann ja nicht mehr in das... Dieses Battery Shortage rein gerade, wo ich keine Batterien mehr bekomme am Markt. So, äh, jetzt gucke ich gerade rüber. Übrigens, das ist auch ein wichtiger und Wenn ihr irgendwie wollt, dass ich auf etwas eingehe und in der Sendung drüber spreche, dann einfach FAIR 1 r schreiben und dann euren Kommentar. Dann wird das bei mir hier orange untermalt. Und äh, das hat auch der Wer -Marx gemacht. Und da schreibt er, für, den, für die Wechselakkus müssten sich alle Hersteller aber auf eine normierte Technologie einigen. Ja, bin ich auch immer bei, dass, dass man mit Standards arbeiten sollte. Ähm, oder zumindest ähm, ein Großteil der Händler. Ob das jetzt ein Tesla von der ersten Stunde ist, weiß ich nicht. Aber wäre das nicht vielleicht auch ein, ein Case gewesen statt eines Ionity-Ladenetzes, was ja irgendwie gerade gar nicht so gut bei uns in der Presse dasteht, wobei jetzt die Audi e-tron-Fahrer doch eigentlich begeistert davon sind. Und der Preis mit 31 Cent, auch mit den 18 Euro, die es dann monatlich kosten würde, wenn man es ein Jahr gehabt hat, absolut akzeptabel ist. Er schreibt, bei dem aktuellen Fortschritt und Entwicklung absolut unvorstellbar. Dagegen würde ich jetzt sagen: überlegt dir mal, was sich an dem Batteriecase von Tesla in den letzten äh, 11, 12 Jahren getan hat. Nämlich nichts. Da sind einfach nur mehr oder weniger Zellen reingeraten. Aber das Batteriepack an sich, das kann ich schon sehr gut standardisieren und dementsprechend reinbauen. So, jetzt kommen wir nachher noch zu einem Punkt von Ford und Audi. Äh, von Ford und VW, Entschuldigung, wo die zusammenarbeiten wollen. Das wäre der nächste Ansatzpunkt, wo ich genau so etwas machen kann, immer wenn ich auf einer Plattform Fahrzeuge brauche. Ähm, Heiner und Petra, was ich damit meine, ist, also eben, Heiner und Petra schreibt, die Anzahl der Batterien verringert sich nicht, sondern wird mehr. Ähm, richtig, aber ich, ähm, was ich meine ist, wenn ich ähm, 20.000 Zellen in einen äh, Akku reinpacke und damit ein Fahrzeug ähm, vorwärts bringen kann, dann ist es ein Battery Pack, was ich aus diesen 20.000 Zellen gebaut habe. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich kann äh, anderthalb oder sogar zwei Battery Packs daraus bauen, dann habe ich um 50 oder sogar um 100 Prozent mehr Battery Packs produziert und ich nutze ja nicht die gesamte Kapazität immer der, der Batterie komplett aus. Das, das meinte ich äh, damit, so was auch sehr interessant ist, ist dass Hyundai hier sagt, dass ähm, sie an einem Tipping Point sind. Also aktuell ist es so, dass sie einen größeren in einigen Märkten einen größeren Anteil an. Ähm, elektrischen Fahrzeugen haben als mit ihren Verbrennern und dass sich das auch dementsprechend weiter ausbauen wird. Jetzt bin ich bei Hyundai ein bisschen vorsichtiger und auch bei Kia ein bisschen vorsichtiger mit der Euphorie geworden, weil das immer noch so die Wirkung hat und auch aus den Videos, die man ja sehen kann, wo zum Beispiel der JP da war, dass sie immer noch auch in Richtung Verbrenner bzw. auch Wasserstoff schielen und dass diese Fahrzeuge teilweise also genial sind, aber teilweise einfach nur zu den Stückzahlen auf den Markt gebracht werden, wie sie sie die eben benötigen, um keine Strafzahlung für äh, CO2-Ausstöße oder sonst wie irgendetwas zu haben oder den Eintritt in den Markt zu haben, wie es in China ist, dass es mindestens 10% Elektrofahrzeuge sein müssen. Also einfach genutzt werden, um ein Compliance-Fahrzeug zu haben, um an dem Markt äh, zu sein und dabei zu sein. Das ist etwas, was ich, was ich schwierig erachte. Was aber? Viel wichtiger ist, ist, dass diese Situation jetzt nicht in der Vergangenheit entstanden ist, sondern wegen der, äh, oder während der Pandemie. Und das bedeutet, dass man hier auch das, was ich in verschiedensten Studien ja schon äh, dargestellt habe, die Kunden sich ähm, überlegen, wenn sie jetzt ein neues Fahrzeug haben wollen, ein nachhaltigeres Fahrzeug nehmen. Sprich, Plug-in-Hybrid für die, die ein bisschen Angst haben, dass die Reichweite nicht ausreicht, oder voll elektrische. Und da ist der Kona definitiv das richtige Fahrzeug, weil er einfach eine unglaublich geniale Reichweite aus seiner 64 Kilowattstunden Batterie rauszieht, was absolut die richtigen Fahrzeuge sind. So, und durch die ganzen Förderprogramme bringe ich den Kona auch wunderbar in die Region, was ein Verbrenner-Kona entsprechend kosten würde. Ja, weiter geht es mit BMW und zwar dem i3. Hier ist es nämlich so, dass die Vorproduktion gestartet ist und die muss auch schon so weit sein, dass erste Fahrzeuge unterwegs abgeklebt unterwegs sind, weil ich meine, der Frank von Schräg und auch ähm, einige Zuschauer von den Next Move News haben das Fahrzeug fotografiert und ich spreche es eigentlich nur deshalb an, also ich bin nach wie vor bin ich am Tipping Point, meine Meinung mal wieder zu ändern? Also, ich bin nach wie vor noch nicht begeistert von dem Fahrzeug, dass das nächste vollelektrische Fahrzeug von BMW ein SUV sein soll. Und ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass ja ähm, die Batterie noch kleiner gewählt ist als beim EQC. Und ich und bin auch nach wie vor der Meinung, dass wahrscheinlich der Verbrauch Richtung 25 bis 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer enden wird und dass dann einfach keine. Akzeptablen marktkonformen ähm, Reichweiten sein werden. Und das ja auch der Grund ist, warum der ähm, IX3 auch nicht in den USA angeboten wird. So, jetzt ist es aber so, dass das Fahrzeug anscheinend an Ionity-Ladern mit über 150 Kilowattstunden laden konnte. Und wir wissen ja, dass der i3, den ich ja auch fahre oder den der Axel Müller und viele weitere von euch fahren, ein äh, fantastisches Batteriemanagementsystem hat und dieses äh, Batteriepack genial ist. Und vielleicht hat hier BMW wieder gezaubert und schafft es durch die Technologie, die sie einsetzen, durch das Know-how, was sie gewonnen haben, das Fahrzeug sehr, sehr schnell zu laden. Das würde bedeuten, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich bei meiner damaligen Meinungsbildung zu dem Fahrzeug nicht hatte, vielleicht ist der IX3 ein guter Konkurrent für den E-Tron Q50. Der ja auch seine 250 bis 300 Kilometer bei den aktuellen Temperaturen wunderbar schafft und auch ein wesentlich kleineres Akku-Pack drin hat als der Standard-E-Tron mit 90 äh, nutzbaren äh, Kilowattstunden. So, und da könnte es dann sein, dass, wenn ich es dann schaffe, mit der Technologie diese ähm, ja, Ladestopps möglichst kurz zu halten. Dass das Fahrzeug dann doch irgendwie Sinn machen könnte. Jetzt ist natürlich dann die nächste Herausforderung, dass der iX3 auch nicht viel mehr kosten dürfte oder eigentlich sogar weniger kosten dürfte als der eTron äh, Q50. Also, das wird interessant. Äh, darum habe ich diese News nochmal mit draufgeholt. Hier das offizielle Bild aus, aus der Produktion. Und ähm, schauen wir mal, was da noch aus dem Fahrzeug wird. So, ich wusste es, dass es jetzt hier. Nachrichten hageln wird. Der Wer schreibt, Autos haben eine Lebensdauer von ca. 15 bis 20 Jahren. Die Wechselstationen müssen auch in 15 Jahren die Technologie von heute unterstützen. Wie haben sich Akkus in den 15 Jahren geändert? Das ist ein, ein richtiger Punkt. Ich, ich, würde, ich würde aber auch denken, dass das machbar ist. Also, wenn du jetzt wirklich die Model S nimmst, das, ähm, das, das Battery Pack darunter hat sich nicht groß geändert. Die zählen natürlich, aber von dem Formfaktor nicht wirklich. Julian Sturm schreibt: Wenn es einen Markt für SUVs gibt, dann sollten solche Fahrzeuge auch verkauft werden. Ähm. Ja, absolut. Ich bin kein Fan von SUVs, wobei ich fahre, wir fahren ein SUV auf, auf, aus Gründen von Platzgründen, aber ich bin kein Fan von SUVs im, im, im Elektrofahrzeugbereich, weil ähm, hier nachweislich zu hohe Verbräuche generiert werden und dadurch die Fahrzeuge nicht so weit kommen. Äh, ansonsten soll jeder fahren, was er, was er gerne möchte. Und ja, ähm, wenn alle SUVs fahren, um einen besseren Überblick zu haben, dann macht es auch absolut Sinn, dort äh, hinzukommen. Wenn ich jetzt aber BMW wäre, und das ist auch, glaube ich, das, was die äh, EV-Community da anspricht, dann geht es darum, einen äh, Stich oder einen Trumpf auszuspielen der in die Richtung eines hocheffizienten Fahrzeuges wie dem Model 3 zum Beispiel kommt, also wo du ein ähm, Großproduktionsfahrzeug ähm, äh, hast, was im mittleren Preissegment ist und ebenfalls sehr effizient ist und wo einfach BMW seine verloren gegangenen Marktanteile zurückgewinnen kann. Wenn du jetzt äh, einen SUV auf den Markt bringst, der... Ähm, ja, normalerweise dann gerade in den USA verkauft werden müsste, was ja das Land der Trucks und SUVs ist, dann ist einfach hier die Frage, ist, ist das der richtige Markt? Ich weiß auch, dass der IX3 in erster Linie für den chinesischen Markt und auch in, in China produziert wird. Nichtsdestotrotz meine Aussage, ich würde mir sowas oder ich hätte mir den I4, also diese Limousine schneller gewünscht. Schauen wir einfach mal, wenn die kommt, wie begeistert wir davon dann sein werden. Joe dura schreibt ähm, wir will nicht in die e mobilität ihre drei antriebskonzepte auf einem band straight wird ihnen der kopf wird ihnen den kopf kosten ähm. hm. glaube ich nicht Nee, glaube ich nicht, weil ähm, auch wenn du hier in Regensburg mit, mit BMW-Mitarbeitern sprichst, die in der Entwicklung sind, ähm, die haben alle auch dieses Fahrzeug hier abgeschrieben und sagen, dass das äh, Blödsinn ist, und setzen auf den i4. Und ich glaube, dass der auch ähm, mit, mit hohem Interesse verkauft werden wird oder produziert werden und entwickelt werden wird. Natürlich konzentrieren die sich auch so lange, wie es noch geht. Auf Verbrennerfahrzeuge. Aber ich gucke gerade mal eben rein, ich spreche es an dieser Stelle an. Es gibt ja jetzt auch einen neuen Gesetzesentwurf, der dann ab kommendem Jahr für Fahrzeuge, die einen höheren Verbrauch und einen höheren ähm, CO2-Ausstoß haben, auch höhere äh, Kfz-Steuern haben wird. Ich weiß, dass das bei einem Porsche Cayenne aktuell irgendwie 150 Euro im Jahr mehr Steuern bedeuten würden. Es ist ein Zeichen, aber ein Tropfen auf den heißen Stein, aber die richtige Richtung. Also ich denke, dass man da definitiv mit weitermachen sollte. So, noch Axel Müller, der BMW IX3 lädt mit über 100 kW im Schnitt um die 75, also Mittelfeld, nicht Benchmark. Siehe Ladevideo IX3 von Michael Schmidt. Aber wo kam denn gestern in den News von, oder gestern habe ich es gesehen, in den News von Next Move das Foto mit 150 Kilowatt beim IX3 her? Oder habe ich das übersehen? Naja, halten wir uns nicht länger an dem Thema fest. Wir haben nämlich noch ziemlich viele weitere News und machen damit mal weiter. Es sind übrigens gerade hier 111 äh, Zuschauer, äh, die da sind in der 111. Sendung. Das ist doch mal genial. Weiter geht es, dass, äh, was ist eigentlich aus Deep Water passiert und was ist eigentlich aus den Schadenzahlungen passiert? Es ist äh, passiert, dass das Geld, was von, diesem, äh, von dieser Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, wird das induktive Z äh, Laden oder die induktiven Ladeinfrastruktur <lacht> <lacht> ähm, für das Wireless Chargen von Busstation gelöst. Und jetzt haben wir gerade das erste Mal in meinem Leben eine Paid-Werbung. Äh, und zwar ist der Ofe gerade da und fragt euch alle, ob ihr alle euch schon für den eCannonball beworben habt. Mein Video ist noch in der, Schnitt, ähm, in der Schnittsoftware und wird heute Morgen, je nachdem, wie das Wetter ist, wenn ich noch was nachdrehen muss, dann kommen. Aber vielen, vielen Dank für die wahnsinnigen 10,99 Euro. Ich hoffe, ich habe eine Chance mit meiner Firefly an dem eCannonball mich auch zu bewerben und habe vielleicht sogar das Losglück, dass ich damit bei bin. Ich müsste dann in der kleinsten Gruppe fahren und würde auch. Eigentlich, das ist auch mein Ansatz. Ich möchte gerne ähm, mit vergleichbaren Fahrzeugen in dieser kleinen Gruppe mit 40 Kilowattstunden Akkus ähm, um, um, um den Sieg fahren. Das wäre sehr interessant. So, und jetzt könnt ihr gerne im Chat äh, den den Ofe begrüßen und äh, bewerbt euch auf e-cannonball.de oder komm. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ihr findet und es sind auch in den letzten Tagen einige Videos von ähm, den Marshalls und auch vom Oliver Krüger gekommen, die euch da nochmal durch den Bewerbungsprozess helfen. So, weiter geht es mit Elon Musk. Hier äh, spricht er nämlich davon, dass sie ein Problem haben beim Ramp-up. Der Produktion des Model Y oder Model Y nach der ähm, Pandemie oder nach dem Shutdown. Warum komme ich jetzt mit diesen News? Und es wird jetzt für einige meiner Zuschauer, der RFM M ähm, und ich glaube noch jemand, die schalten immer ab, wenn es um Tesla News geht. Ich möchte diese, diese Sendung aber extrem mich um dieses Thema befassen, weil ich gerade kopfschüttelnd unterwegs bin. Das ist eine News, die vergangen, oder vergangenen Montag rauskam, wo diese E-Mail ähm, e geleakt wurde, die an die Mitarbeiter gegangen ist. Und das ist praktisch wieder der Aufruf, wie es damals war, dass man sich darauf konzentrieren muss, die Produktionskapazitäten hochzuhalten. Hier wird extrem darauf hingewiesen, dass das Final Assembly und die Qualitätskontrolle hoch sein müssen, weil sie sich aufgrund des neuen Hochfahrens der Produktion nicht auch noch groß, um die Nacharbeiten kümmern können. So, das ist in meinen Augen eher eine Nachricht, die bedenklich ist oder die bedenkenswert ist und nicht dazu verführt, eine Aktie 200 Dollar in die Höhe zu schicken. Das wird alles damit zu tun haben. So letzte Woche von mir noch als Gerücht diese Woche schon ähm, mit Aussagen von Elon Musk unterstützt, dass das die, die nächste Tesla Factory oder eine der nächsten Gigafactories nach UK kommen soll und es ist hier um ein Research und Development und Manufacturing Plant handeln soll ein Shame wer böses dabei denkt ich könnte mir vorstellen dass man vielleicht auch hier sich ähm, bestehende Infrastruktur von ähm, vielleicht zugrunde gegangenen Automobilherstellern Produktionswerken ähm, ja, zu schaffen macht oder davon profitiert und in dem Bereich ähm, Research und Entwicklung ehemalige äh, Fahrzeugentwickler und Ingenieure übernehmen kann. Das wäre natürlich obergenial. Ähm, hier heißt es, es muss irgendwo in der Nähe von Bristol sein, wo der Herr Musk hingeflogen ist. Wir werden da, oder ich werde drei weiter darüber berichten und dann gucken wir mal, was dabei noch genaues rauskommt. Aber so wie ich schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass mit den aktuellen Factories, die wir da haben, wir schon ähm, alle Fabriken gesehen haben, die da kommen werden. Also, wir gehen davon mal aus, dass nach Austin, Texas noch was kommt. Wir gehen mal davon aus, dass auch noch was nach Europa kommt. So weiter geht es mit: Es gibt jetzt auch ein Referral-Programm für die Model Ys. Das heißt, ähm, bisher war es so, dass wenn man das Model Y bestellt hat, ähm, auch über einen Referral-Link gab es keine Benefits dafür. Dies ist nun ähm, mit dabei, also das ist mit aufgenommen worden. Es wird auch mal wieder davon gesprochen, dass es um das Giveaway-Programm für die 80 neuen Roadsters geht. Ähm, da haben ja auch einige sich schon ähm, einen eigentlich erspielt. Auch der Ofe gehört zu denen, der Markus ähm, Meinscheid vom Tesla-Markus. Und warten jetzt darauf, dass dieses Fahrzeug kommt. Da der ja so ein bisschen auch bei Joe Rogan, als der Elon dabei war, in der Wichtigkeit nach unten gestuft wurde und gesagt wurde, man konzentriere sich erstmal auf andere Produkte, rechnet man im Moment mit 2024 vielleicht damit, dass das Fahrzeug wirklich auf den Markt kommt. Schauen wir mal weiter. Aber wie gesagt, ab sofort, wenn ihr ein Model Y konfigurieren wollt. Das könnt ihr ja machen, sollte das auch über einen Referral-Link gehen. Ähm, ihr dürft die gerne im Chat auch tauschen. Ich habe einen Referral-Link auch in den ähm, ähm, Show Notes vom Karl Cyber mit drinne und ansonsten kennt ihr ja auch die anderen üblichen Verdächtigen, aber was ich dazu einmal sagen möchte, bedenkt bitte, dass diese Credits für das freie Supercharge, also 1500 Kilometer, nach sechs Monaten verfallen. Das heißt, wenn ihr das bei jemandem macht, der irgendwie 100, 150 ähm, Kunden oder Referral schon geworben hat, dann wird der wahrscheinlich nicht wirklich da mehr von profitieren können, weil so viel kann ein Mensch gar nicht fahren. Daher. Seid solidarisch, verteilt das auch auf kleinere äh, Fahrer oder auf Leute, die halt äh, ein oder zwei Referrals haben. Das seht ihr im Übrigen, wenn ihr auf den Link geht, dann seht ihr schon, wie viel ähm, CO2 oder wie viele Fahrzeuge schon über diesen Referral-Link bestellt wurden. Und dann könnt ihr das genauer sehen. So, sehr schön, vielen Dank, Testbild. Da darf gerne der ein oder andere auch bei, bei dem äh, Testbild, dem Martin, ähm, reingehen. Dann. Ich gucke da rein, lieber Karl Cyber. Ich bin der Meinung, dass das Ding mit drin ist. So, weiter geht es mit einem neuen Feature, was in den USA vorgestellt wurde oder vorgestellt werden wird in der nächsten Software, die dann ausgerollt wird. Und zwar ist hier das Thema Car Access ähm, jetzt aufgetaucht. Und das soll bedeuten, dass wenn ihr ähm, zusätzliche Fahrer, also hier wird von fünf zusätzlichen Fahrern Zugriff geben wollt. Also aktuell habt ihr zwei Karten. Und eure gekoppelten ähm, Telefone, mit denen ihr euer Model 3 öffnen könnt. Jetzt ist es so, dass ihr hier das Fahrzeug auch noch mit weiteren Personen teilen könntet, also in der Familie, und ihr denen zusätzlichen Access geben könnt, auch übers Telefon. Und das könnte auch eine Funktion sein, die eines Tages in Richtung Carsharing funktioniert, weil wir wollen ja oder beziehungsweise das Model 3 wurde uns ja auch mit, dieser, mit diesem Feature mal gegeben, ähm, dass eines Tages so ein Model 3 für euch auch Geld verdienen kann. Das gleiche gilt dann im Übrigen auch fürs Model Y, ähm, weil man dann zum Beispiel über die App von Tesla äh, so einen. Lease oder so eine, so eine Miete, ähm, ein Sharing, nennen wir es lieber ein Carsharing, äh, nutzbar machen können. Ich denke, das ist eine äh, geniale äh, Idee, die dahinter steht. Und wir sind jetzt hier in der Alpha-Phase, würde ich das mal nennen. Also einfach mehr Nutzer in eurem Haushalt, die das Fahrzeug nutzen können. Oder vielleicht, wenn ihr das Fahrzeug mit euren Nachbarn äh, tauschen wollt und sagt: Hey, das Fahrzeug steht in Oslo am äh, Flughafen, ist total kalt da in Oslo, fahrt das doch mal in den drei Wochen, die ich im Urlaub bin, ein- oder zweimal zum Laden, weil ähm, ich so viel Vampire-Drain habe, könnte auch eine Lösung sein. Oder ihr könntet darüber auch, ähm, was weiß ich, einem, äh, in einer Werkstatt oder in einem... Ähm, Parkhaus, wo ihr euer Park, äh, Fahrzeug immer parkt, den Zugriff geben. Und jetzt sagt ihr euch, was soll das für ein Parkhaus sein? Jemand, der schon mal in den USA, wie zum Beispiel in Washington, ein Parkhaus gesehen hat, der weiß, dass dort die Fahrzeuge offen gelassen werden und dicht an dicht parken. Also nicht in Parkbuchten oder Boxen, sondern hintereinander und je nachdem, wer dann kommt, werden die anderen Fahrzeuge umgeparkt, damit das Fahrzeug dann ausgeparkt wird. Und das würde dieses Feature dann auch mit erlauben. Gerade wenn ihr da ein ähm, regulärer Parker seid. Sekunde. Der Julian Sturm schreibt gerade, dass die dieses Guthaben nur verfällt, ähm, wenn kein neuer Code dazu kommt. Das heißt, wenn du, das heißt, wenn du in diesen sechs Monaten einen neuen Code dazu bekommst, dann äh, würden, würde das sozusagen auf Null gestellt und weiterlaufen. So, und jetzt schreibt aber die Stefanie Basler dazu. In der Tesla-App wird angezeigt, wann die Kilometer ablaufen. Okay. Dann ist das Thema vielleicht noch offen. Weiter geht es mit Tesla. Tesla verliert in China einen seiner Executives, der die Giga Shanghai aufgebaut hat. Das ist sicherlich nichts Außergewöhnliches, dass Mitarbeiter, gerade Executives auch bei Tesla, das Unternehmen verlassen und woanders hingehen. Gerade in China ist das aber, wie soll ich sagen, ein, ein sehr wahrscheinliches Risiko, was da entstehen wird. Zum einen lernen die Chinesen, die dort sind, sehr stark, wie ein westliches Unternehmen wie Tesla dieses Thema hier aufbaut und aufgebaut hat. Und macht natürlich diese Personen, diesen Executives sehr wertvoll für Herausforderer, Startups oder sogar für, ähm, für Regierungsarbeit, die in dem Bereich Fuß fassen wollen, die ja die Konzentration noch weiter erhöhen wollen. Ein ähm First Mover in dem Bereich von Elektromobilität zu sein. Also das kann Aufbau von Ladenetzen sein. Das kann ähm, das Thema sein, wie ich Produktion erhöhe und dass man dann zu einem NIO, zu einem Jepen oder sonst was geht. Also das, das ist etwas ganz Normales. Das sollte auch jedes andere Unternehmen im Hinterkopf haben, dass das in China passiert. Ja, dann, das soll eigentlich der eigentliche Grund sein, warum diese Woche die Tesla-Aktie auf über 100. Äh, über 1000. Über 100 wäre schön. Da wären wahrscheinlich viele nochmal eingestiegen. Über 1000 gestiegen ist. Und zwar, auch hier gab es wieder eine ähm, E-Mail von ähm, Elon an die Mitarbeiter, in dem es darum ging, dass er sagt, dass jetzt der richtige Moment ist, die Volumenproduktion oder die Massenproduktion des Semi-Trucks ähm, anzuschieben. Bisher auch hier galt es, dass das sich wahrscheinlich noch ins nächste oder übernächste Jahr verschieben würde, bis die Fahrzeuge auf den Markt kommen. Jetzt sieht man hier aber wie gesagt die Möglichkeiten oder auch den Bedarf, das Thema ähm, anzugehen und das wirkt natürlich sich positiv aus, weil das natürlich in Ohren von äh, Investoren wundervolle Musik ist, weil man dann nicht nur sagt, okay, dann sind sie der Pionier und der Vorreiter und sie haben es bewiesen in dem Bereich Elektromobilität von PKWs, sondern wir glauben auch, dass sie genauso erfolgreich, wenn nicht noch erfolgreicher bei den ähm, Nutzfahrzeugen sein werden mit diesem Semi-Trucks. So, und da kommen wir dann auch genau hier hin, dass diese Aktie dementsprechend hochgeschossen ist und damit auch das wertvollste Kfz- oder Fahrzeugunternehmen überhaupt geworden ist. Ähm, nämlich den letzten Herausforderer Toyota damit auch ähm, übertrumpft oder überholt hat. Ähm, ich gehe auf das Thema nur am Rande ein. Ich halte diesen Wert für viel zu hoch, ähm, auch wenn ich hier die Zukunft gehandelt wird und ähm, auch wenn hier sehr, sehr viel Know-how und ähm, Patente bei Tesla in der Hand sind, es, es spiegelt nicht den Revenue Stream und die Margen wieder, die ein ähm, herkömmlicher Automobilhersteller wie gerade Toyota hat, ähm, wieder, wo ja auch die Investoren dementsprechend ähm, eine Dividende zurückbekommen oder dementsprechend ähm, darauf setzen, dass das Unternehmen lange Werte für sie schöpft und ähm, ja, nachhaltig ist. Ich denke, dass Tesla über den Berg hinweg ist. Ähm, pleite gehen denke ich nicht, aber ähm, ich halte einen Wert von 1000 Dollar pro Aktie. Wäre für mich eine Indikation, ähm, jetzt wirklich mal Kasse zu machen, mindestens das rauszunehmen, was ich investiert habe. Dann habt ihr wahrscheinlich immer noch genügend weitere Aktien. Ähm, aber das ist jetzt wirklich ein Gambling und ich könnte mir vorstellen, dass eine, und ich habe es gerade gezeigt, es ist ja nicht nur, dass positive Nachrichten da sind, darum haben wir es jetzt so ausführlich gemacht, dass eine Nachricht kommt, lasst es einen Unfall wieder mit dem, mit dem Autopiloten oder sonst was sein. Wo dann wieder eine Frage gestellt wird oder wo Bedenken bestehen oder irgendein Tweet von Elan kommt, der ähm, wieder die, die Aktienkurse nach unten hauen und dann kann da ganz schnell 20, 30 Prozent des Kurses äh, verloren gehen. Und ähm, wenn 20 Prozent verloren sind, dann braucht ihr wie viel Prozent, um diese 20 Prozent wieder einzuholen? Richtig 40. Das ist also sehr, 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 sehr schwierig. Wie gesagt, jeder investiert ähm, selbst dort. Ich halte diesen Wert für viel zu hoch. Und ich habe auch diese Woche das allerletzte, was ich noch in Tesla hatte, verkauft und bin sehr, sehr glücklich. Ich habe zu 253, na, aufgrund von 254 Dollar pro Aktie damals gekauft. Ich habe das erste Mal bei 800, was ich auch hier gesagt habe, äh, verkauft und habe jetzt alles rausgehauen, was noch da war. ja, weiter geht es mit einem sehr interessanten thema, und zwar ist es hier einem äh, unternehmen in ähm, kanada gelungen, dass die software von tesla so zu modifizieren, dass sie in einen ähm, heckantrieb tesla auch einen frontmotor mit einbauen können und das dementsprechend auch angesteuert wird. dazu mussten sie hier spricht man von Hacken. Ich würde das Thema Anlocken nennen. Sie haben nämlich ein Kabel dafür entwickelt, mit dem man das dann anlocken kann. Und darüber auch diesen Performance Boost, den ihr ja auch bei Tesla für 2000 Dollar bekommen könnt, könnt ihr hier für 1100 Dollar bekommen. Jetzt ist es aber so: also ganz wichtig. Ihr greift damit in die Software von Tesla ein und ihr entwickelt euer Fahrzeug zu einem sogenannten Stealth Tesla. Das bedeutet, ihr bekommt keine Software-Updates mehr, ihr könnt an den Supercharger nicht mehr laden. Ähm, zumindest aktuell. Das könnte sein, dass es eines Tages vielleicht funktioniert. Ähm, von daher halte ich das für etwas schwierig, äh, das, ähm, dieses Thema. Ich wollte aber einfach mal darauf hinweisen, dass äh, diese Möglichkeit besteht. Und gerade das, wenn man vielleicht außer Garantie raus ist, vielleicht nicht mehr ganz so happy mit dem Service von Tesla ist, dass es dann hier auch Drittanbieterlösungen, also Third-Party-Lösungen gibt, die ähm, vielleicht ein Battery Pack ähm, euch freischalten können, was größer ist, vielleicht ein Performance-Upgrade euch geben können, wenn ihr darauf Wert legt von ähm, aktuell 50 Horsepower oder ähm, einen zusätzlichen Motor mit einbauen könnt. Wie gesagt muss jeder selbst wissen. So. Der Joe Vendura schreibt, Aktienkurse sind seltenst eine reale Abbildung eines Unternehmens. Genau. Sondern eher die Zukunft. Mainzer schreibt, ja, das ist Hacken, weil... Ähm, du was modifizierst, anlogst wäre nur wenn du eine Einstellung machst. Okay, also dann ist es hacken. Und ja, wenn du Bastelsoftware, die die Tesla-Welt ausschließlich ist wenig sinnvoll, ausschließt, wie die, die Tesla-Welt ausschließt, ist wenig sinnvoll. Ähm, aktu unter aktuellen Gesichtspunkten schon. Überlegt euch einfach mal, was äh, vielleicht viele Model S-Fahrer gerne in Kauf nehmen würden, ähm, wenn sie ihre alten Ladeleistungen wiederkriegen könnten und ihr Akku-Pack nicht limitiert wird, ähm, dass sie das ziemlich klasse finden würden. So, an dieser Stelle bedanke ich mich bei den Supportern. Ähm, ich hatte es vorhin angesprochen dass es eine Kanalmitgliedschaft hier bei YouTube gibt, ähm, wo der größte Teil des... Ähm Support-Betrages an den YouTuber geht. Da ist die Stefanie Basler mit dabei, der Karl cyber Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, Soul Electric Fan, Harald Fries und der, Andi, äh, der Smart Andy. Ich hoffe, ich habe da keinen vergessen oder heute Morgen übersehen. Ihr bekommt dafür diese Kaffeetasse, je nach äh, Zeit, die ihr da mit dabei seid, und exklusive Inhalte. Die habe ich noch nicht wirklich produziert. Da bin ich noch am Arbeiten. Ähm, wie gesagt, schaut es euch mal an. Vielen, vielen Dank dafür. Ist kein Muss, sondern wirklich ein Dankeschön und ein Support von dem Kanal. Ja, ähm, was passiert eigentlich, wenn ein Model 3 in China gebaut wird? Ist es genauso gut und genauso sicher wie eins, was in den USA gebaut wird? Wie sich die Tests jetzt rausstellen, anscheinend nicht. Beziehungsweise kann es auch mit den Tests zusammenhängen, die hier in China dann gemacht wurden. Denn ähm, hier seht ihr, dass es bei dem Bereich... Ähm, Crash-Verhalten und Economy: ein, 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 einige Abzüge gab also General, das ist äh, eher, eher schlechter als noch akzeptabel. Und bei dem Pedestrian Safety ist es auch auf ein A, also auf gut runtergegangen von früher ähm, oder beziehungsweise die US-Modelle, die haben hier überall ein G gehabt. Das muss jetzt nichts Schlimmes sein. Ich denke, dass man da nachfassen kann, aber das zeigt, dass das Fahrzeug eben nicht das gleiche Fahrzeug ist oder sich gleich verhält, je nachdem, wo es gebaut wird, was irgendwie seltsam ist. Ähm, Oster fragt gerade, ob ich das Video von Ofe gesehen habe, wo einer den Autopiloten nachgerüstet hat. Ja, ähm, habe ich auch gesehen. Das wäre für mich im Übrigen auch Hacken. Also, der Kollege hat ja einiges an sein Fahrzeug angeschlossen, was ja auch sogar noch in der Beta-Phase ist. Äh, absolut guter Hinweis: Schaut euch das Video gerne nach den, den News mal bei OFE an. Ähm, da hat jemand mit einem Smartphone und ein bisschen Hardware einen Autopiloten äh, in seinem Tesla nachgebaut. Ja, dann finde ich interessant, ähm, unser Konjunkturpaket. Ähm, Entwickelt sich ja so langsam, wird so langsam in die Gesetzgebung gebracht, dass das dann auch ähm, freigegeben wird und es häufen sich Angebote an Angeboten und man weiß nicht ganz so genau, soll ich jetzt zuschlagen oder nicht. Es gibt die ersten, die revoltieren und ihr Model 3, was im Ende... Äh, Juni geliefert werden, lieber im äh, Juli erst entgegennehmen wollen. Und das soll auch erst dann angemeldet werden, weil sie dann die 3% Mehrwertsteuer noch erwarten zu bekommen ähm, und vielleicht sogar höhere Förderung. Und Tesla stellt sich dort als äh, ja, Wirtschaftsunternehmen auf und schreibt auch in den äh, Übergabedokumenten, dass das Fahrzeug, wenn es angemeldet wird oder beziehungsweise wenn, wenn angegeben wird, dass das Fahrzeug abgeholt werden kann, dass der Kunde bis zu eine Woche Zeit dafür hat, das zu organisieren. Und sollte er es in dieser Zeit nicht schaffen, kann so ein Fahrzeug auch zum Wiederverkauf angeboten werden. So, und da kommen, wie gesagt, zwei Welten aufeinander. Worum es hier aber geht, ist, wie positiv außerhalb von Deutschland dieses Konjunkturpaket und der Weg hin zu den ähm, Unterstützung von Elektrofahrzeugen gesehen wird. Und ähm, natürlich kann es immer besser sein, aber ich habe letzte Woche schon gesagt, wir sind da auf einen, einen sehr guten Weg gekommen. Es ist vor allen Dingen auch ein Anreiz für deutsche Automobilhersteller, hier jetzt ähm, etwas anzubieten, was vollelektrische Fahrzeuge in einem mittelpreisigen Bereich so bis 40.000 Euro sind, damit sie die maximale Förderung hier abschöpfen können. Ähm, wenn man natürlich kurzfristig guckt, dann passt natürlich diese Überschrift, die wir letzte Woche schon diskutiert haben, dass es eher ein Tesla-Förderprogramm äh, gerade ist, was da gekommen ist. Ähm, darum einfach auch mal den Blickwinkel etwas erweitern, was gibt es in anderen Ländern. Frankreich ist noch relativ äh, gut mit dabei. Ähm, auch in den Schwenk zur Elektromobilität äh, zu unterstützen. In anderen Ländern passiert da relativ wenig und hier wird halt einfach diskutiert, wie sollte man oder sollte man dieses Thema auch mit adaptieren. Hier geht es auch um die CO2-Steuer, die jetzt gekommen ist, dass einfach Fahrzeuge, die ähm, hohe CO2-Ausstöße und einen hohen Kraftstoffverbrauch haben, dann auch ähm, mehr zur Kasse getragen werden sollen. Finde ich, wie gesagt, gut, dass das auch außerhalb... Deutschlands diskutiert wird und ich bin gespannt, wie denn das Paket wirklich aussieht, wenn es ähm, ja als Gesetz festgeschrieben wurde, worauf man sich dann ähm, berufen kann. Aber so wie es aussieht, werden ja Verbrenner eben nicht mit unterstützt, was ich schon mal für einen riesen Vorteil halte. Was ich euch sagen kann, ich bereite gerade ein kleines Video vor, wo ich auf eine Research Studie eingehe wie sich eigentlich diese Stimuluszahlungen, also diese Konjunkturpakete auswirken und wo sie wirklich Jobs generieren, ob es jetzt in Richtung nachhaltige Energie oder ähm, fossile Energieträger ähm, gehen, was das eigentlich bedeutet an neuen Jobs, die da entstehen. Aber da, da gibt es ein separates Video dann mal in den nächsten Tagen zu. So, weiter geht es mit Tesla und dann sind wir auch langsam durch. Auch das hier wieder ein Thema, ähm, was er zum Zweifeln oder zum Nachdenken bei Tesla führen sollte. Äh, wir erinnern uns alle daran, dass im dem Call Q4 2019 noch ganz stark auf den Solarmarkt, ähm, ja, Geschielt wurde und von Elan gesagt wurde, dass das jetzt der Bereich oder das Produkt ist, was man ganz dringend an den Markt bringen will. Hat eine neue Version ähm, angekündigt, hat die ersten Häuser damit auch bei Kunden ähm, bedeckt mit diesem Solar Roof und jetzt werden Reservierungen, die seit Jahren laufen, also das Ding ist ja 2017 vorgestellt worden und da haben Leute ihre 1000 Dollar angezahlt, ihr Deposit als Interesse dafür da werden jetzt die bestellungen gecancelt und ähm, die ähm, deposits zurückgezahlt das heißt man hat hier erst einmal nichts weiter gemacht als tesla über den zeitraum von drei jahren oder wie, wie auch wie lange man, man äh, das ding reserviert hatte ein zinsfreies darlehen zu geben und anscheinend gibt es hier keine weiteren äh, Entwicklungen. Da bleibt es ja, wie gesagt, interessant, was Tesla jetzt mit seinem Solar Roof dann dementsprechend macht. Ich weiß, es wird auch immer hier im Chat dann geschrieben, dass es durchaus weitere Hersteller gibt, die ähnliche Produkte haben. Wer einen Link hat, darf den gerne rein äh, posten. Da machen wir auch dafür Werbung. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant. Ansonsten herkömmliche ähm, Solarpanels auf dem Dach funktionieren auch wunderbar. Ja, und äh, jetzt kommen wir aus der Tesla-Welt weg. Ich denke, das waren jetzt gerade die letzten ähm, Tesla-Nachrichten. Hier geht es jetzt um einen Star-Investor, der äh, zu einem frühen Zeitpunkt in Tesla, in SpaceX, in Amazon, Airbnb und Spotify in, äh, investiert hat. Der hat sich nämlich jetzt diese Woche auch ähm, bei Lilium mit investiert. Ihr wisst, das ist dieses ähm, Startup-Unternehmen aus München. Dass dieses Fluggerät, das seht ihr im Hintergrund, in, entwickelt hat, was ähm, Kurzstreckenflüge ähm, realisieren soll und möglichst überall auch starten und landen kann, weil es nämlich senkrecht starten äh, kann und somit halt ähm, nicht auf kommerzielle herkömmliche Flughäfen angewiesen ist. Also, ne? und die haben schon einige Male recht behalten und äh, darum nennt man das Ding jetzt auch ein Milliarden-Unicorn. Äh, also ein Unicorn ist ein Startup-Unternehmen, ähm, was bereits vor dem Verkauf seines ersten Produktes einen Marktwert von über einer Milliarde hat. Und das sind eigentlich die Dinge, wo jedes Startup-Unternehmen versucht hinzukommen und äh, diesen Wert zu generieren. So, ja. Yeah, ähm wir haben häufig über GM und auch über Cadillac gesprochen, was die so vorhaben und wie sie so die Welt sehen und dass sie verstärkt in Richtung Elektromobilität rennen wollen. Diese Woche ähm, haben sie bei dem Automobilmagazin mit dem Interview ihres Star-Designers äh, Brian Smith eine eher zweifelhafte Aussage getroffen und zwar vertritt dieser ähm, Designer die Auffassung, dass... EVs einerseits in einem eigenen Brand, also in einer eigenen Marke, sein sollten und sie sollten auch sofort als EV erkennbar sein. Also genau das, was, was wir ja sehen, was äh, Hersteller, die Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge auf dem Markt haben, die etabliert auf dem Markt sind, eben zurückgefahren haben, wo man sagt: Nein, das muss nicht mehr aussehen wie ein ähm, ja Auto, was gerade aus dem Space gekommen ist, sondern eigentlich kannst du es nur an dem E-Nummernschild noch erkennen, ob es jetzt ein EV ist oder ob es ein Verbrenner ist und, und sollte eben genau auch so wahrgenommen werden. Und hier ist dann doch so ein bisschen die, ähm, die Frage, ob sie da sich nicht ins eigene Knie schießen. Testbild korrigiert mich gerade im ähm, Hintergrund für den Solarroof bezüglich des Solarroofs irrst du dich? Tesla hat nur in einigen Regionen die Reservierung gecancelt, nicht überall. Meine Vermutung oder also die Vermutung von Testbild ist hier die geografische Lage, also dass er wahrscheinlich sagt, dass ähm, hier eher negative, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, Auswirkungen oder eben nicht sich das rentabilitieren würde, da so ein Solarroof drauf zu machen. Schwierig, aber ja, könnte ein Grund sein, dass man das in dieser Region erst einmal gecancelt hat. Und ähm, Thomas N korrigiert mich, Deposit ist gleich Anzahlung. Was hatte ich gesagt? Naja, okay. Und Mainz da stellt in Frage die, also er weiß halt nicht, was er von solchen Startups wie Lilium halten soll. Ich denke, Lilium wird schon äh, seinen Weg gehen. Äh, dafür sind da wirklich zu viele Investoren und zu viel Geld drin, als, äh, als dass das noch scheitern könnte. So, und letzter Punkt. Oh, äh, das ist dann wohl verrutscht. Also hier einfach nochmal ähm, ein, wie ich finde, interessante Daten, wie sich oder wie unterschiedlich sich die Degradierung bei äh, Tesla-Fahrzeugen darstellen kann. Und das lässt vermuten, dass hier diese Werte anhand des Packs, was verbaut ist, realisieren. Also, und dies würde auch die Vermutung oder beziehungsweise die Aktion, die sogar ja Tesla ähm, getätigt hat, Kapazitäten ähm, zu reduzieren, wenn zu häufig im DC geladen wurde, dass man hiermit die Garantieansprüche oder die, Gar ja, die Garantieansprüche einhalten will statt ähm, sie einfach so weiterlaufen zu lassen, ohne mit Software einzugreifen und dann einen kaputten Akku zu haben oder die Degradierung unterhalb 85% zu bringen, sodass ein Akku gewechselt werden müsste. Ähm, interessanter Report. Ähm, ich hänge das unten gerne mal rein, wer genau auch in diese Datenpunkte und in die Auswirkungen gehen will. Nichtsdestotrotz mh, bin ich aber der Auffassung, wir sollten hier in eine Lösung kommen, wo die Fahrzeuge selbst das clever machen, wo ich einen äh, großen Puffer habe, sodass ich das Fahrzeug immer auch voll laden kann und eben nicht von einer Degradierung äh, gefährdet bin. Also wo der Blockschutz dementsprechend groß ist und der nicht zu so klein gewählt wird. Oder so, wie es beim Tesla ist, dass äh, also, hm. Beim Tesla sind 100% 100%. Und wenn 100% voll sind, dann sind 100% der Akkus voll. Wenn ihr das bei einem ähm, e-tron macht, dann sind es eben nicht 100%, sondern es ist noch ein gewisser Blockschutz da und dann kann auch dementsprechend diese Ausgleichladung äh, noch stattfinden. Und eventuell... Regelt man das hier über Software, dass 100% vielleicht nur 90% bei einem Tesla sind? Aber es muss halt einfacher werden. Es muss intuitiver werden, dass, dass man da nicht dran denken muss. Äh, auch wenn jetzt viele Tesla-Fahrer wahrscheinlich sagen würden: Für mich ist das intuitiv. Ich schiebe das auf 80% und fahre die ganze Zeit nur um bei 80%. Und wenn ich einen langen Trip mache, da mache ich 100% rein. Ja, das macht ihr. Wir reden aber von den 98%, die wir auch noch für die Elektromobilität begeistern müssen. So, weiter geht es mit einem großen Volkswagen-Thema. Ähm, das war ein Thema, was mich ein bisschen geschockt hat. Ähm, das war irgendwie auch ein Tweet, den ich gelesen hatte, dass ähm, Herbert Dies nicht mehr CEO oder Markenvorstand von VW ist. Und ähm, dieser Artikel hier vom Spiegel schreibt so ein bisschen zusammen, woher das gekommen ist. Er ist wohl ein... Zu großer Querdenker, als dass es in so einem ähm, Konzern wie ähm, VW wirklich tragbar wäre. Das Ganze ist passiert bei einem ähm, Abstimmcall von Führungskräften. Ähm, es hatten sich alle Führungskräfte mit äh, Präsentationen und ähm, Vorträgen vorbereitet. Und hier wich dann der Herr Dies relativ schnell von der eigentlichen Agenda ab. Und sprach hier ein bisschen von Zeichen fehlender Integrität und Compliance bei äh, den eigenen Aufsichtsräten und ähm, forderte halt auch, äh, dass nicht das öffentlich Machbare gemacht wird und äh, sogar äh, Straftaten in Kauf genommen werden und äh, das beim Aufsichtsrat des weltgrößten Automobilherstellers. Und äh, wir wissen alle, was er damit anspricht, und wissen auch, dass sie dann noch nochmal mit einem blauen Auge davongekommen sind und, und diese ähm, Strafzahlungen, die sie gemacht haben, äh, ja, eigentlich nur, wie gesagt, auch wieder einen Tropfen auf dem heißen Stein äh, eigentlich waren für das, was dieses Unternehmen damit äh, verdient hat oder ähm, auch weiterhin verdient. So, darauf folgten eigentlich fünf. Relativ chaotische Tage, wo man nicht ganz genau wusste, was ist da jetzt eigentlich passiert. Ist er äh, dauerhaft, wurde er auf jeden Fall geschwächt. Man sprach auch davon, dass er kurz davor war, äh, ganz gegangen zu werden als Konzernboss. Ähm, und ähm, zum Glück gab es dann weitere Nachrichten. Äh, zum einen, das schieben wir mal ein Stückchen weiter zurück. Ähm, geht es hier jetzt weiter, das ist ein Thema, was er damit auch anspricht und wofür er ja auch verantwortlich gemacht werden soll. Also in den ersten News hieß es, dass, dass, dass der ID-3 und die Probleme, die wohl jetzt doch gravierender sind, als immer nach außen dargestellt wurden, also a, soll das Fahrzeug mit weniger Features kommen als angekündigt und die sollen dann nachgeliefert werden und zum anderen, ähm, kennt ihr alle die großen Probleme um ihren eigentlichen heutigen Erfolgsfaktor oder ihr Erfolgsprodukt, dem Golf 8. Auch da ähm, jetzt nicht mal auf diese Social-Media-Panne hinbezogen, sondern auch da gab es Rückrufe, ähm, da ist das Fahrzeug nicht ordentlich verbaut, auch da gab es Software-Probleme mit dem Fahrzeug und äh, das wurde alles ihm so ein bisschen äh, angekreidet und äh, naja, als äh, Konzernchef bist du sicherlich der Verantwortliche, um heute zu handeln, aber äh, eingetütet oder verschlafen hat man das vor vielen, vielen weiteren Jahren. Ein weiteres Thema, was, was sehr kritisch ist, ist das Thema mit dem ID-Charger. Ähm, auch mein, mein Papa hat hier einen bestellt, äh, direkt bei VW für seinen äh, E-Up, der ja vielleicht irgendwann mal kommt. Und hier ist jetzt die Mitteilung rausgekommen worden, dass die Einstieger, Einstiegsmodelle von 399 Euro jetzt auch ausgeliefert werden sollen. Ähm, so wie ich hier ja erfahren habe, ist es wohl ein niederländisches Unternehmen, was für VW diese Charger baut. Was allerdings nicht so prickelnd aufgeschlagen ist, ist, dass bei den etwas höherwertigen äh, Modellen das Thema Lastenmanagement oder automatische Lastenverteilung ähm, damals, als sie... Verkauft wurden und äh, es gibt einen Käufer, was ich bei ähm, den Next Move News gesehen habe, der das im April bestellt hat, jetzt rausgenommen wurde und jetzt kostenpflichtig in Anführungsstrichen. Es wird zusätzliche Hardware dafür benötigt, was natürlich zusätzliche Kosten betrifft. Und das ist natürlich etwas, da muss ich sagen, das ist schwierig. Ich kann euch aber auch sagen, ich habe gerade ja ein wunderbares Video zu meiner Ladesäule gemacht und ähm, habe zwei Wochen später dann ein Schreiben bekommen, dass die Ladesäule jetzt vom Eichamt nicht mehr als eichrechtskonform angesehen wird und äh, alle Ladesäulen von... Äh, New Motion geändert werden müssen. Dann hat es erstmal Wochen gedauert, bis ich ein Angebot bekommen habe. Und ich kann euch sagen, das Angebot ist sowas von nicht akzeptabel, weil ein versprochenes Feature oder beziehungsweise ich brauche dieses Feature, um meinen Strom ja dementsprechend ordentlich auch ans Unternehmen für den Firmenwagen abzurechnen. Ab Oktober dann eingestellt wird, weil sie sagen, das ist ja dann nicht mehr eichrechtskonform und wir würden dann den Gästezugang und das. Ähm, Fremdladen ähm, dann an den Säulen deaktivieren oder ihr zahlt uns 1166,93 Euro und bekommt dafür dann eine neue Ladesäule, die das dann kann. Und da bin ich natürlich genauso ha wenig happy drüber wie hier die Situation, dass ich für Features, die versprochen wurden, die beim Kauf mit in dem Umfang drin waren, jetzt weitere Kosten ähm, nach sich ziehen werden. So etwas geht nicht und ich hoffe, dass auch kein Kunde eines ID-Chargers das mit, mit sich machen lässt. Auch ich werde hier weitere Schritte ähm, gegen, oder gegen New Motion angehen und hoffen, dass es da eine vernünftige Lösung gibt. So, jetzt kommen wir aber zu etwas Positiveren. Und dann sieht man auch, in welche Richtung hierher dies ähm, denkt. Und zwar hat er, ich folge ihm hier zum unter anderem zum Beispiel auf LinkedIn, einen schönen Bericht darüber gebracht, was denn eigentlich jetzt die Kollaboration, die sie mit äh, Ford eingegangen sind, in Zukunft bringt. Und ähm, hier wird ähm, davon gesprochen, dass sie nicht nur auf der MEB-Plattform ähm, Fahrzeuge bringen werden. Da reden sie im Übrigen von, dass es ein Erfolgsmodell ist, wo 600.000 Fahrzeuge, europäische Fahrzeuge drauf entwickelt werden, von Audi, VW, Skoda, kann ich nicht lesen, VAW, ähm, Cupra und jetzt auch Ford. Ich denke, das ist ein chinesischer Hersteller. Kann jemand von euch chinesisch? Ach, Moment, da steht hier irgendwas. Nee. SMC Volkswagen. Also ist das ein Joint Venture in, in, in China. Wie gesagt, diese 600.000 Fahrzeuge auf dieser Plattform bringen werden. So, weiter geht es darum, dass sie eine MQB-Plattform designen, in denen ähm, Stadtlieferfahrzeuge zusammen mit Ford entwickelt werden, beziehungsweise Ford hier ähm, sein Know-how reinbringen wird und auch der 2022 erwartende VW Amorak wird auf Basis des Ford Rangers oder ähm, wie nennt man ihn sonst? Dem F150 gebaut. Also der Ranger ist ja sozusagen das europäische Modell ähm, des F150 von Ford. So und die dritte Partnerschaft, die sie eingegangen sind, da seht ihr, wie also wie weit das Unternehmen oder die Unternehmen hier miteinander sich verflechten, um Kosten zu sparen. Er spricht hier auch ganz klar davon, dass hier diese Entwicklungskosten geteilt werden können. Also die Vorteile, die ihr hier seht, sind ähm, hohe Volumina können sofort ähm, geschafft werden, mehr Mittel für die Weiterentwicklung werden genutzt. Und das gleiche gilt hier auch bei Agro, äh, Argo AI. Das hatte ich euch auch gezeigt. Da war Ford schon mit drin. Ford hat 40%, VW hat jetzt 40% und die anderen 20% liegen noch in der Hand von Argo AI. Ähm, von daher sehr, sehr interessantes Thema, ähm, wie hier Volkswagen zusammen mit Ford ähm, sich weiterentwickeln. So. Ja, und ich hatte gerade davon gesprochen, dass der neue Amorak 2022 kommt und ratet mal, welches Fahrzeug auch 2022 kommt. Äh, hier steht nicht Ford Ranger, weil der als Ranger nicht in den USA bekannt ist, sondern der F150. Den wir aus dem Werbespot ja kennen, Bild äh, TAF, also dieser ähm, elektrische F150, der treuen Kunden vorgestellt wurde, der hier hinter diesen ähm, Güterzug dann dementsprechend gezogen hat, um zu zeigen, wie viel ähm, Torque ähm, so ein Ford F150 dann hat. Hier steht noch drin, naja. Ende 2021 wird der Cybertruck und der ähm, GMC Hammer EV erwartet. Also das wird dann wahrscheinlich in, in dem Rahmen werden dann auch diese Fahrzeuge, also diese Pickup-Trucks dann auf den Markt kommen. So, wir kommen langsam zum Ende. Es gibt noch genau zwei News. Das ist ganz frisch von heute. Ein weiterer Hack ist hier bei äh, Tesla ähm, stattgefunden. Und zwar hat hier ein Hacker sich die software vom autopiloten angeschaut und hat dabei die erkennung oder die möglichkeit von tempolimits und auch europäischen ähm, schildern erkannt. die problematik, die es ja heute gibt, oder was kann, da der tesla-autopilot in den usa er erkennt rote ampeln und bleibt auch stehen und fährt auch alleine wieder weiter los. das geht dort etwas einfacher, weil da die ampel auch immer auf der Gegenüberliegenden Straßenseite zu erkennen ist, was eben in Europa nicht der Fall ist, sondern ihr müsst relativ weit hoch oder rechts oder links dementsprechend gucken. Dies soll nun aber auch ähm, hier ermöglicht werden. Und was ganz wichtig ist, ist das dynamische Erkennen von Tempolimits. Ähm, gerade wenn ihr irgendwie in einem Bereich fahrt, wo jetzt eine Baustelle ist oder wo irgendeine Gefahrenmeldung ist, wo eben nicht das Tempolimit, was fest eingetragen ist auf dieser Strecke, äh, gilt, sondern so wie es ein Mercedes oder ein Audi auch macht, dass die das dann dynamisch anpassen und dann auch der Autopilot darauf oder die autonomen Fahrfunktionen darauf reagieren und dann die Geschwindigkeit reduzieren. All das soll in einem der nächsten Versionen dann dementsprechend kommen. So, und zu guter Letzt die letzte News, die auch heute Morgen reingekommen ist, nochmal zum Thema Yipen. Die bauen ein weiteres Werk für ein vollelektrisches Fahrzeug in China, in Chao Ping, Chao Quin, Chao ähm, setzen hier im Übrigen auch auf ähm, ein ja, hochmoderne Produktionsstraße und werden einen ähnlichen ähm, Farbroboter, Laserroboter dementsprechend haben, wie ähm, das Tesla in der Gigafactory Berlin ja dann auch anstrebt, also einen hochmodernen Paintjob oder äh, ähm, Roboter dann dementsprechend zu haben und damit die Qualität der äh, Lackierung zu erhöhen. So. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angekommen. Wie viel Zeit haben wir denn heute gebraucht? Das sind wir wieder über eine Stunde? Nicht ganz, das ist ein bisschen über eine Stunde eher so, wie wir es normalerweise machen. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, lasst gerne in den Kommentaren Verbesserungsvorschläge da, was ihr euch noch wünscht oder was ich anders machen soll. Ich bin letzte Woche vom Karl Cyber nochmal darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich wieder sehr viele M's in den Sendungen drin hatte. Auch da versuche ich konzentriert irgendwie von abzukommen. Ansonsten gibt es die Sendung als Podcast ab 18 Uhr. Und der Viper war das, glaube ich, hatte geschrieben, dass ich auch den eine Sprungmarke noch mal nach dem Intro anheften soll, damit man draufklicken kann, dass man direkt das Intro überspringt. Ich habe das bisher in der Description drin gehabt, also in der Videobeschreibung, weil ich, wenn ich den Vorspann rausschneide, dann ist auch euer ganzer Chat raus und ich finde, dass der Chat schon wichtig für die Sendung ist, aber ich werde jetzt auch noch mal so eine Sprungmarke anheften, damit das immer der erste Kommentar ist. Ansonsten lasst mich gerne noch vieles wissen, was ihr gerne hören wollt. Erwartet weitere Videos von mir. Bleibt gesund. Habt ein schönes Wochenende, Restwochenende und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Oder, wenn ihr noch nicht genug von mir habt, heute Abend bei der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg bin ich wieder zu Gast zu dem ähm, Wochenrückblick. Gerne auch da einschalten und unterstützt dieses geniale äh, Projekt von denen. Und ja, ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao, sagt euer André von FER.